Willkommen zurück. Heute bin ich draußen hier in Kabul, Afghanistan, in der Nacht. Ja, wenn ihr sehen könnt, es ist dunkel. Ja, aber es ist eigentlich nicht so spät. Es ist wie in Deutschland im Winter. Es wird relativ früh dunkel. Also es ist jetzt ein bisschen später nach 6. Und wie ihr sehen könnt, es gibt noch viele Leute auf den Straßen. Ja, und als Tourist kann man hier ganz einfach spazieren gehen. Zu jeder Zeit. Und ich fühle mich relativ sicher. Natürlich weiß man nie, was passiert, aber ich hatte noch nie Probleme und ich habe auch noch nie gehört von irgendwelchen anderen Touristen, dass diese Probleme bekommen haben. Ja? Also, was sieht man um diese Zeit? Ja, also viel Verkehr. Der Bürgersteig hört auf, das heißt, ich muss über die Straße gehen. So, rechts von mir könnt ihr einen wunderschönen Hochzeitspalast sehen. Ja, the Wedding Hall. Diese gibt es sehr häufig hier in Kabul. Und sie sind eine der prachtvollsten Gebäude. Zusammen mit dem Vollmond ist es wirklich schön heute. Ich habe schon mal einen Vlog gemacht in der Nacht, aber auf Englisch. Den könnt ihr euch auf meinem anderen Kanal ansehen. Und das ist eine ähnliche Strecke, die ich jetzt gehe. Obwohl, heute mache ich eine kleine Detour und laufe etwas anderes. So, nochmal zu zeigen, was es gibt. Kiosks, ja, alles Energy Drinks. Also die Hälfte zumindest. Energy, Energy, Energy. Energy, ja, und hier die Fanta und was das ist, ist kein Energy, aber hier 80% alles Energy Drinks. Sie sind verrückt. Hallo, hallo, Assalamu alaikum. So, hallo, wie geht's? So, hier ist ein kleiner Supermarkt. Man findet frisches Gemüse, Gurken, Tomaten und alles, was man braucht. Hier rechts ist ein Handyladen. Noch einen Supermarkt und ein Brotgeschäft. Ah ja, Assalamu alaikum. Ah, die machen ganz frisch das Brot. Ja, sehr interessant. Sehr gut, very good. Thank you. Yes. Und hier, es gibt noch ein kleines Kiosk. Dann gibt es hier Gas. Verkaufen sie. Ja, was ist das? Ein Doktor. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Geschäft ist. Hier ein Restaurant, Döner und frischen Saft. Wow, sieht sehr lecker aus. Oh. How much? 220. No, 200. Er sagt 2 Pfund, das ist etwas teuer. Hier sieht man bei dem Friseur, sind die Gesichter ausgestrichen, ausgeschwarzt, ausgeschwärzt. Ein Optiker, eine Apotheke, also das sind alles ganz normale Geschäfte. Ja, jetzt fragt ihr, wie ist das Nachtleben hier? Ja, also die Geschäfte haben auf bis ungefähr um 10, danach ist alles zu. Werktag oder Wochenende macht hier keinen Unterschied, es gibt kein Nachtleben. Ja, es gibt keine Bars, Alkohol ist sowieso verboten und darf überhaupt nichts einführen, also Bier gibt es nicht und auch sonst. Selbst Shisha ist ein bisschen verpönt. Es gibt aber ein paar Shisha-Bars. Ich weiß nicht, wie lange diese geöffnet sind. Ja, ich bin nicht so oft draußen bei Nacht, da ich auch nicht so gut filmen kann. Wie ihr seht, alles ist grau und am Tag ist es viel schöner. Hallo, Assalamu alaikum. Ja, hier ein Restaurant. Hier kann man sich einen Anzug schneidern lassen. Hier die Gesichter sind wieder ausgeschwärzt und wieder ein Fruchtgeschäft. Also die Geschäfte wiederholen sich. Hier drüben für Frauen etwas und hier auch für Frauen. Sehr schöne Kleidung, sehr bunt. Aber sag mir, wann trägt eine Frau so eine Kleidung? Ist das für eine Hochzeit oder? Und auf der Straße sieht man nicht solche bunten Gewänder. Ja, also hier frischer Fisch. Ja, viele Menschen. Oh, oh, sehr gut. Ja, ja. Was das wohl ist? Oh, es riecht sehr fischig. Nicht lecker, nicht appetitlich. Ja, wieder Brotgeschäft, alles gleich. Frisches Brot. Hier gibt es Elektronik. Der Fleischer, der Metzger. Hier Kinderspielzeug.
relativ Salam. Modern. Hallo, Salam. Ja. Ja? Moment, ich habe ein paar Süßigkeiten. Ja. Alles gut. Upsala. Und da ist die Tasche kaputt. Mein Band ist gerissen. Das ist natürlich nicht gut. Ja, ich bin hier bei dem Geschäft. Sie haben hier chinesische Maschinen, wie man sieht. Ja, gut. Der macht hier schöne Kleidung. Ah, hier sieht man es. Hoffentlich können sie es reparieren. So, die Tasche ist repariert. Und die Leute waren wieder viel zu nett. Sie wollten kein Geld haben. Aber natürlich gebe ich ihnen dann 2 Euro. Ich hoffe, das ist fair. Es ging relativ schnell. 10 Minuten, ein bisschen genäht. Weiter durch die Straßen. Er verkauft etwas. Was ist das? Hallo? Was ist das? Oh, ich glaube, das sind Kichererbsen. Ah, er verkauft Kichererbsen. Oh, sehr gut. Ja. Okay, nein, danke. Dankeschön. Thank you. Tashako. So. Afghanistan in der Nacht ist gefährlich. Man muss aufpassen, wo man hindreht. Die Straßen hier sind nicht wirklich in guter Kondition. Man kann leicht stolpern. Das ist sehr gefährlich. Es sind ein paar Hühner auf der Straße. Ich glaube, sie schlachten die selber zu Hause. Alle Geschäfte gleich. Brot, kleine Kiosks, Friseur, viele kleine Supermärkte. Spielzeug, Haushaltsbedarf, das ist ja Süßigkeiten, Bäckerei. Oh, das sieht gut aus. Das ist ähnlich wie eine türkische Bäckerei. Naja, das ist eine gute Bäckerei. Ja? Ja, ich sehe. Sehr gut. Ja, ja, Sie haben hier zum Geburtstag Sachen. Hallo, Assalamu alaikum. Ja. Süßigkeit, das riecht doch gut. Oh, Kuchen. Kuchen und Shampoo. Interessant. Shampoo? Ja, eine Gemischung. Ja. Aber gut. Na, ich gucke nur. Ja. Okay. Ich gucke nur. I just look. Ja. Hier zum Geburtstag. Happy Birthday. Ja. Okay. Dankeschön. Tashako. Bye bye. So, ja. Hier ein kleines Lebensmittelgeschäft. Ja, hallo. Assalamu alaikum. Noch eine Bäckerei. Sehr interessant. Eine Bäckerei, aber dann haben sie auch hier Haushaltsreinigungsmittel. Zusammen mit den anderen Sachen. Eine interessante Mischung. Hallo. Und hier gibt es Honig. Oh. Wieder hier Kleidungsgeschäfte. Ein Zahnarzt. Ich war hier im Zahnarzt, Zahnreinigung, 12 Euro. Ja, in Deutschland kostet es, glaube ich, 30. So, was gibt es hier noch? Wieder mehr Kleidung, auch hier für den Winter. Jacken bräuchte ich eventuell auch. Oh, interessante Sachen hier, ein Pferd mit Instant-Nudeln. Ja, diese Shakes und Haushaltsreinigungsmittel und Handseife. Chips, eine sehr interessante Kombination. Und dann auch noch diese Disco-Kugel hier über die über die Glasreiniger. Finde ich sehr, sehr toll. Auch hier die Dekoration ist sehr stylisch. Ja. Sie spielen Musik, es gibt ein Foto. Ah, Musik und ein Foto und Fußball-Lollipops. Also, hallo. Ah. Ja, ist der Papa? Father. Ah, Father, yes. Der Vater ist das. Ah ja, okay. Hier andere Produkte. Alles fertig waren. Und natürlich Energy Drinks. Aber auch Cola. Tashako. Ja, sieht so aus, als gibt es hier einen Markt. Ja. Immer mehr Geschäfte. Aber wieder sehr ähnlich alles. Wohl hier
Sie haben einen Computer, ein Handygeschäft. Oh. Interessant. Oh, ja. Oh, Sie haben sogar Videospiele hier. Ah ja. Hallo, how are you doing? Assalamu alaikum. Oh, GTA. Was kann man hier kaufen? Counter-Strike. What do you need? No, I just have a look what you have. Just look? Yes, yes. For whom? For YouTube. Okay. Yes, yeah. Interesting shop. You want to promote your shop? Yeah. What is your shop name? Galfenbräu. Ah, yeah. And where are we here? Yeah. Where is the location? 7th Street, Kalifatla. 7th Street, Kalifatla. Yeah. Ah, Kalifatla, yeah, 7th Street. Thank you. Tashako. Hier sieht man Kinder. Das ist Süßigkeiten. Genug. Gibt es was zu essen? Hier Knoblauch. Der Knoblauch-Experte. So, dann hier ist der Markt. Frisches Gemüse. Sicherlich zu sehr guten Preisen. Hier Auberginen, Zwiebeln, Kartoffeln, Tomaten, Kohl. Hier gibt es Mehl. Ja, und hier sind wir jetzt mitten auf dem Nachtmarkt. Interessant. Hallo. So. Oh. Hier die Pomegranates. Und noch mehr Sachen. Hühner. Alles Mögliche hier. Ja, was ist das? I think it's like Mint. Mint, right? Oh, ich bin mir nicht sicher. Hier noch mehr Hühner, Weintrauben, Äpfel, noch Bananen noch. Hier ein deutsches Autokennzeichen. Es gibt viele Importautos hier. Interessant. Und mehr Gemüseläden. So, hier gibt es frischen Saft, Karottensaft. Mit Milch, noch mehr Bananen. Das sind diese komischen Tomaten, das sind keine Tomaten. Die sehen aus wie Tomaten, aber was ist das? What is this? This is Amlok. Amlok. Oh, interessant. Oh, he's eating one. Er isst eine. Oh, lecker, ja? Sehr gut, sehr gut. Yes. Tashako. So, hier Äpfel. Vorne gibt es Suppe. Was ist das denn für eine Suppe? Oh. Das sieht aber sehr lecker aus. Wahrscheinlich auch scharf, die Suppe. Hallo. Naja, die Kinder Bananen verkaufen. Er hat eine Schubkarre hier. Ja, also das ist das Nachtleben. So sieht es hier aus in der Nacht in Kabul. Wie man sieht, nicht gefährlich. Aber auch nicht so viel los wie in Deutschland. Das ist einfach sehr anders. Ja, so ein Markt mit Obst und Gemüse gibt es in Deutschland nicht in der Nacht. Das habe ich zumindest nicht gesehen. Ja, hier ein Geschäft für alles. Hallo. Spielzeug. Oh, sehr interessantes Gemüse. Sieht aus wie ein Kürbis, aber die Form ist etwas anders. Radieschen, wieder Fisch. Oh, diese Fischsnacks sind sehr häufig. Ein Handygeschäft. Ich glaube, hier haben die Filme. Black Adam. Haushaltswaren. Popcorn. Interessant. Hier ist ein sehr buntes Design für das Geschäft. Was verkauft er denn hier? Burger, Falafel, irgendwie sowas.
Eiersuppe. Ja, es ist alles sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob es interessant ist für euch, es zu sehen. Aber ja, ich wollte mal zeigen, was es in der Nacht gibt. Ich sehe hier, verkaufen sie auch Holz. Sehr interessant, sowas gibt es in Deutschland auch selten. Feuerholz, vielleicht im Schwarzwald. Ah, Assalamu alaikum. Ja, viel Holz. Wood, you're selling wood, Englisch. Englisch? Deutsch. Englisch, Englisch. Neuenglisch. Ah, Neuenglisch. Wood, hier, sie wiegen das Holz und dann verkaufen sie hier die Säcke mit Holz. Ist für Feuer, right? Firewood. Ja, Feuerholz. For fire, to make fire. Ja? Okay. Nein, okay. Tashako. Thank you, thank you. Ja. Ja, ich brauche einen Übersetzer, einen Freund, der mitkommt. Jemand wie Bashir, der könnte mir helfen. Ich werde ihn mal fragen. Auch vielen Dank. Es gab einige Empfehlungen für deutsche Verwandte hier in Afghanistan, die mir helfen könnten. Die werde ich vielleicht auch treffen, die Tage. Das wäre sehr gut. Die können mir helfen zu übersetzen. Hier ist wieder alles ähnlich. Noch ein Brotgeschäft. Ich glaube, ich bin heute schon an 20 Brotgeschäften vorbeigekommen. Ach so, und hier gibt es auch was Interessantes. Süßigkeiten. Wow, sie haben ein richtiges Lagerhaus hier. Und das ist versteckt. Keine Eingangstür. Oh. Oh, hier gibt es Berge von Möhren. Wow. Hallo. Assalamu alaikum. Und auch Rosinen. Ja, ich brauche ein paar Rosinen. So, noch ein paar Süßwaren. Und hier vorne ist mein verstecktes Fitnessstudio. 7 Euro im Monat. Mal schauen, ob es geöffnet ist. Yes, hallo. The gym. Join. Yes. So, hier sieht man schon, die Leute haben die Schuhe aus. Und dann ganz versteckt, plötzlich alles voll hier. Wow. Viele Leute, noch warm. Hallo. So, kurz umgezogen und jetzt wird trainiert. Wow. Sogar Musik spielen sie. So, das war mein Workout für heute. Es ist eine andere Welt hier im Fitnessstudio. So was sieht man selten auf der Straße. Hallo. Und auf der Straße ist wieder alles ganz anders. Die Menschen sind anders gekleidet. Nicht so freizügig wie im Fitnessstudio. Sie spielen sogar Musik. Sehr verboten. Tragen schulterfreie Kleidung, aber die Knie müssen bedeckt sein, auch im Fitnessstudio. Hallo, hier der Bananenhändler und ich muss jetzt durch die dunkle Gasse zu meinem Hotel. Schlecht beleuchtet. So, das ist die Straße, auf der ich lebe. Ich bin fast zu Hause, aber auch hier, die Geschäfte sind alle gleich. Von daher, was soll ich euch noch Großartiges zeigen? Die Geschäfte wiederholen sich einfach ein bisschen. Ja, aber wie ihr sehen könnt, das Leben ist relativ sicher, auch bei Nacht. Es gibt nur kein großes Nachtleben. Tanzen gibt es überhaupt nicht, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ich würde gerne sehen, wie eine Hochzeit aussieht, aber ich bin nicht eingeladen. Deshalb muss ich sehen, ob ich Kontakte finde, wo ich eingeladen werden könnte. Assalamu alaikum. Ja, hier gibt es Pommes neben Obst. So, und ich wohne auf der anderen Straßenseite. Oh, ein Esel. Hier im Verkehr. So was sieht man in Deutschland auch nicht so oft. Zumindest nicht in der Stadt. Hier in der Hauptstadt, sehr nah am Zentrum, dass hier es überhaupt noch Esel gibt. Selbst in Kabul sieht man das selten. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr, wie das Leben in der Nacht ist. Zumindest hier, wo ich wohne. Sagt mir, was ich filmen soll, was ihr sehen möchtet. Und ich versuche, Vlogs darüber zu machen. So, hier ist das Kiosk und hier bin ich zu Hause.